So, ja gut, natürlich sind wir jetzt mitten in der Nacht wieder aufgewacht. So, ein Tag, knapp 8 Stunden, und wir 6 Stunden haben wir geschlafen. Also was wir jetzt innerhalb von diesen ersten 24 Stunden erlebt haben. Also Donnerwetter. Gut, wir haben uns etwas regeneriert, sind 68%. Ja, dann hauen wir uns jetzt die Peaches rein. Gefolgt von Pisswasser-Champagner. Klar, Hunger ist natürlich noch da. Aber jetzt wird auch trotzdem noch mal auf 7 Uhr gepennt. Okay. Dann hoffe ich, dass die Condition weitestgehend wiederhergestellt sein wird. Ach, 96%. So, gut, sehr gut. So, gleich nochmal einheben. So. Das Gewicht. Gut, die Klamotten, die jetzt unten gebunkert sind, die lasse ich sowieso hier. Also, weil was hier vor der Haustür abgeht, hier bleibe ich nicht. Zusammenleeren kann man die nicht, oder? Nee. Komm, wir nehmen. Wir lassen doch nichts hier. Wir gehen. Oder besser gesagt, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Saukalt. Trotzdem, dass wir 15 Grad aufwärmen, haben wir fühlen wir noch minus 25 Grad. Ich werde jetzt hier aufpassen, wie ein Schießhund wegen diesen Wölfen. Da vorne ist schon wieder einer. Da hinten ist auch irgendwas. Hier um die Ecke gibt es mir zufällig einen Wolf ist. Der ist weit genug weg, dann donnern wir jetzt hier mal die Küste entlang. Ist das eigentlich ein riesiger See oder ist das eine Meeresbucht? Nur so was. Kämen wir von hier? Eventuell unter die Brücken? Ja. Ich habe mich schon gefragt, ob sich da unten drunter vielleicht was Interessantes befinden könnte. Sieht aber nicht so aus. Okay, gut, das ist nur ein Fels. So, Honey, lass knacken. Gib Gas. Noch welche Wolf am Horizont? Am Horizont. So, dann untersuchen wir mal die Bude hier. Hier liegt irgendwas. Mal da in den
an die Küste reinlugen. Nee, da ist auch nichts. So, aber hier ein tapferer Mitstreiter. Und der gibt mir auch eine Patrone. Hast du auch noch die Abschussvorrichtung dazu, mein Freund? Ach, ja. Aber hey, zwei Schuss. Immerhin. Langsam beschleicht mich das Gefühl, dass dieses Areal deutlich größer ist als das andere, wenn ich mal allein hier diesen riesigen See betrachte. Jo. Best be prepared for anything. Das ist gut. Das ist noch besser. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Doch sollten wir versuchen, alsbald möglich den Selbstversorgerstatus zu erreichen. Aber was die Wölfe angeht, da bin ich jetzt hier wirklich wirklich ein gebranntes Kind jetzt. Ich sehe das, ich weiß, wie die sich hier zwischen diesen Schneewindungen hier verstecken, wie beim letzten Mal. Und da heult auch schon wieder einer. Ach, die Scheiße. Bitte kein Wolf, bitte kein Wolf. Bitte einfach mal jetzt kein Wolf. Gammelt denn hier alles rum? Na egal, gehen wir jetzt erstmal irgendwo rein. Bevor wir uns noch unsere Zuckerpupöchen abfrieren. Was war denn das hier, mal ein Modell oder was? Wir sind wieder schon wieder runter auf 88. Was haben wir hier? Cracker. Schmiekes Bett ist das. Noch eine Rifle-Patrone. Gibt es jetzt nur noch einzeln in dem Spiel? Also die Frau ist doch geil auf Klamotten, oder wie? Also, was die hier Klamotten aus dem Spiel rauszieht, also, wenn das nicht die Klischees bedient, dann weiß ich auch nicht. Oder ist das die Frauen-Map? Cotton Long Underwear. Das Schlimme ist, das könnten jetzt sogar tatsächlich alles nochmal Verbesserungen sein bei den Kleidern. Also, der Schal, den wir haben, hat 0,9, den wir gefunden haben, hat weniger. Drop. Aber die neue Long Underwear ist besser. Drop. Socken 0,5. Da haben wir 0,8. Den Schal nochmal her.
Und die Socken nochmal her. So, und jetzt machen wir uns nämlich mal zwei neue Verbände. Gut. Und rein mit den Salzkriegern. Den Energy Bar hebe ich nochmal auf, da trinken wir jetzt die Sodas. So, Condition knapp 90, das ist so akzeptabel. So, Wetter draußen, sehr gut, so können wir arbeiten. Holzpaletten. Also, wir haben keinen Durst, wir haben keinen Hunger, wir haben nicht kalt und wir sind relativ ausgeruht. Wir haben 90%, rund 90% Condition. Und wir haben eine 80%ige Hatchet. Wenn wir jetzt hier bei diesen Paletten... wieder nur Tinder harvesten. In, sagen wir mal, einem Zeitrahmen von 4 Stunden. Bei angenehmer Temperatur. Dann heize ich dich den Winter mit Tinte. Also das ist dann nicht mehr wahr, Leute. Wozu habt ihr die Axt in dieses Spiel bitte eingebaut? Ist doch Hohn. Ist doch Hohn. First Aid Kit, ja. Vielleicht ist hier ja ein Stück Holz drin. Oh, Paintball. So. Ah, 2 reclaimed. Und dann, was macht die Traglas? Wir sind immer noch so um die 25. Was haben wir hier? Ein etwas... ja, ein Haufen von nichts. Ja klar, sind wir jetzt müde. Schlafen wir bis Mittag. Eieieiei. Also das muss doch irgendwie... Das ging doch vorher auch hier mit dem Holzhacken. Da konnte man sich an jeden x-beliebigen Baum stellen und hat irgendwas bekommen. Da kam immer nur dann nur Tinte raus, wenn man mehrere Male an denselben Baum gegangen ist. Tja, aber naja, scheinbar muss ich das nicht verstehen.
Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt, dass es eine Frau ist. Die hier gerade das die Axt schwingt. Sieht alles so bordellzimmermäßig aus. Ein Backpack hatten wir auch schon lange nicht mehr. Boah, vor allem, weil da genau das drin war, das ich mir gerade gewünscht habe. Nix. Hier ist nix. Will gehen die Wette, dass wir hier die Frühlings-, die Frühjahrskollektion rausziehen jetzt. Also die Frau. Wenn sie eins können, die Frauen, dann ist es Klamotten aus dem Nichts herzaubern. Nochmal mitten, sind die dritten. Und nochmal Socken. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es lustig. I'll take it. Eine Skijacke. Und ja, nochmal ein Fließsweater zum Nachwerfen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich mache hier nichts anderes wie Modeln. Diese Mittens haben 1,3. Unsere haben, glaube ich, 1,5. Die nur 1,4, die Mädels haben 72%. Wollsocken auf 0,2. Die Skijacke hat nur 1,5 zu 0,5. Na, ja, das wäre besser. Aber die Schuhe hier 1,3 plus 0,6. Und diese da 1,3, 0,6, 1,9. Nee, das sind die waren deutlich besser. Was sonst noch was? Der Fließwetter. Nee, da haben wir den Heavy. Jo. Für den nächsten, der vorbeikommt, hier ist eine komplette Ausrüstung. Uhr. Ja, war's hier, ne? Hier liegen halt immer irgendwelche Stücke dazwischen, die man nehmen könnte. Also ich finde die neue Map eigentlich wirklich sehr gut. Aber hier mit dem Holz. Da haben sie doch irgendwo ein Rad ab. Hier diese Straße, okay. Das wird die Straße sein, die ich da hinten von dem Berg oben runter gesehen habe. So, was haben wir hier? Was ist das? Ach. Best be prepared for anything. So, können wir den benutzen? Nee. Ach, das ist ja geil. Item to craft. Wir haben halt keine Tools. Aber Hauptsache, wir brauchen dafür
Holz, wo wir jetzt gerade mal das zweite Stück gefunden haben. Und ich muss nachher noch kurz googeln, was eine Snare ist, das weiß ich nicht. Das Wort ist mir nicht geläufig. Bleib stehen! Kriegst noch eine Annie ab, ey. Ach, eine Bandage reicht da. Ich sag dazu jetzt nichts mehr. Also wenn... Ja, ja was, ich denke, eine Bandage reicht. Ach, und jetzt will... So. Also, ich habe den nirgends gesehen. Wenn ihr den gesehen habt irgendwo... Dann entschuldigt bitte meine Blindheit, aber ich habe den definitiv nirgends gesehen. Ah, da brauche ich jetzt ein Brecheisen. Aber useful. Ja, bisschen spät, aber ja.